Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus und heute probiere ich mal aus, auf ganz andere Art Kaffee zu kochen. Das geht dank des Ario TCA5 Coffee Siphons, ein Vakuum-Kaffeebereiter mit 600 Milliliter Fassungsvermögen für knapp 75 Euro und gekauft das Ganze bei Amazon. Sieht irgendwie aus wie gerade aus dem Chemielabor geklaut, ist aber eher so in dieser Tendenz des Slow Foods anzusiedeln. Das heißt, mal die Möglichkeit beim Kaffeekochen sich wirklich Zeit zu lassen und ihn auch zu genießen. Dazu füllt man erstmal in diesen Behälter Wasser und zwar je nachdem, wie viele Tassen man möchte, bis zur 3er-Markierung oder bis zur 5er-Markierung und schnallt das Ganze dann hier in diese Klammer. Darunter kommt dann so ein Spiritusbrenner, hätte ich beinahe gesagt. Also Brennspiritus ist da drin, dann so ein Docht und den sollte man so 3 mm rausziehen, nicht zu lang, damit das Feuer nicht zu hoch schnellt. Sondern so eine schöne Flamme, die gerade bis zum Behälter da drüber dann reicht. Da muss man vielleicht ein bisschen rumexperimentieren. Dann gibt es noch dies hier. Das will man ja erstmal erkennen, was das ist. Das obere, was ich da jetzt einfülle, das ist nämlich der Kaffeefilter. Der ist aus Stoff. Wer es aber etwas hygienischer haben möchte, für den gibt es auch Papierfilter. 100 Stück kosten da so knapp 10 Euro. Das Ganze wird dann oben reingelegt und unten sehen wir hier eingehakt, damit denn auch der Filter schön schließt und das Wasser dann, ja, und das ist das Besondere, einmal von unten nach oben wandert und dann wieder von oben nach unten. Am Anfang erstmal zum Warmmachen sozusagen des Ganzen soll dieser obere Behälter so schief drin sein, damit noch ein bisschen Luft entweichen kann und dann erstmal überhaupt das Wasser unten richtig kochen kann. Erst wenn es kocht, wird es dann gerade gestellt. Dann packen wir da entsprechend grob gemahlenen Kaffee hinein, so schreibt es auch die Anleitung, damit nicht zu viel durch den Filter geht und ja, dann wird unten angezündet. Dieser Messlöffel ist übrigens auch dabei, da muss man nichts dem Zufall überlassen. So, da sehen wir schön die Flamme so gerade bis zu der Kugel hochreichend. Schon das ist romantisch ja auf dem Frühstückstisch zu beobachten. Es fängt langsam an warm zu werden da drin, die ersten Blasen entwickeln sich und dann irgendwann fängt es wirklich an zu kochen. Dann sollten wir das oben gerade rücken, sodass es richtig drin sitzt. Und jetzt fängt die Physik an. Das heißt, heißes Wasser dehnt sich ja bekannterweise aus und blubbert schön nach oben. Da sehen wir schon die ersten wabernden Tropfen unter dem Kaffee sich bilden. Damit dieser Pfropfen mit dem Kaffee darüber jetzt nicht alles versperrt, muss man dann irgendwann, wenn das erste Wasser hochkommt, wie jetzt, anfangen, also dort einmal kurz durchzurühren. Dann kann sich das Ganze lösen. Und dann sieht man auch gleich, wie hier mehr oder weniger das Wasser in Windeseile nach oben schnellt und den gesamten Kaffee benetzt. Das heißt, da bildet sich jetzt also Kaffee zusammen mit Pulver. Das will man so sicherlich noch nicht trinken, weil eben das ganze Pulver da drin ist. Aber jetzt kann man sozusagen dann auch anfangen, die Uhr zu stellen und sich zu überlegen, wie lang soll er denn zum Beispiel jetzt ziehen? Habe ich da eher so, bin ich so 30 Sekündler, bin ich 5 Minütler? Das darf man dann gerne hier ein wenig ausprobieren. So, jetzt sehen wir, da unten kocht es jetzt richtig, das Wasser strömt nach oben durch den Filter in den Kaffee und bildet also ganz schnell einen richtig schönen Kaffeegeruch, übrigens auch in der Wohnung. Das sieht man ja auch, das dampft das Ganze, ja, geht schnell, sieht man nicht. Also, und fix ist unten das Wasser dann auch schon weg und oben der Kaffee erzieht. Da gibt es sonst auch einen Deckel, den man draufpacken kann, aber wer ja schatt um den schönen Duft. Hier sehen wir jetzt zum Beweis, unten ist nur noch so ganz wenig Wasser, das kriegt man dann auch nicht mehr raus, das bleibt da, das ist jetzt eben alles oben und ja. Jetzt wartet man und wartet und irgendwann nimmt man dann unten den Brenner wieder weg. Schön, dass da auch gleich so ein Deckel dafür da ist, den man einfach drüber stülpt, damit dann auch die Flamme weg ist. Und ja, jetzt fängt es an, unten wieder abzukühlen. Das bedeutet, dass gleich das Wasser von oben wieder sich nach unten verziehen wird durch die Röhre. Und das werden wir gleich erleben. Dabei bleibt natürlich das Kaffeepulver oben. Da ist ja der Filter dazwischen, der ein weiteres Vermengen dann verhindert. Ist auch gut so. Während wir uns das Ganze jetzt hier gebannt angucken, wie das von oben nach unten läuft, kann ich mal erzählen, zum Beispiel bei Amazon, die Bewertungen sind alle begeistert. Also für Kaffeetrinker ist das wohl wirklich eine Erfüllung, beziehungsweise es soll wohl auch wirklich richtig gut schmecken. Na, es ist wahrscheinlich auch dann das Gesamterlebnis, muss ich sagen. Der Kaffee, ja, er schmeckt eben wie gut gebrühter Kaffee, aber da sind ja die Geschmäcker unterschiedlich. Dafür hat man aber definitiv am Frühstückstisch was zu gucken. Es dauert aber natürlich auch ein bisschen länger, als jetzt einfach bei der Nespresso einfach mal auf eine Taste zu drücken.
Dazu kommt ja auch noch, dass man das Ganze dann reinigen muss. Allerdings die Glasteile, die kann man einfach in die Geschirrspülmaschine legen. Das ist dann nicht das Problem. Und wie gesagt, den Filter kann man zwar wieder verwenden, man muss es aber nicht, wenn man dann Papierfilter nimmt. So, jetzt ist fast alles unten angekommen und das Kaffeepulver ist in fast gepresster Form jetzt oben für sich alleine und kann dann zum Beispiel für den Kompost verwendet werden. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch irgendwie in die Tasse befördern. Wie klappt das jetzt? Wir nehmen einfach das obere Teil hinaus und das Schöne ist, dass der Deckel, den man sonst oben drauf tun kann, auch gleich so hier so ein Teil Röhre hat, wo man das reinstellen kann, damit da auch ja nichts rumoxidiert bzw. irgendwie Flecken verursacht. Und dann können wir an dem Teil, wie bei einer Kaffeekanne, quasi das extra so ein Griff anfassen und dann einfach den Kaffee eingießen. Und jetzt sehen wir hier gleich allerdings auch, weshalb man vielleicht beim Erstaufbau oben das Ganze etwas fest wirklich ziehen sollte und kontrollieren sollte, dass dieser Behältnis wirklich gut sitzt. Hier sehen wir schon, das rutscht bei unserem Versuch hier gerade fast raus. Ist zwar nichts passiert, aber könnte natürlich auch ärgerlich sein, wenn das Ganze dann auf dem Frühstücksschiss landet. Schade wäre es. Lange Rede, kurzer Sinn. Also schönes Gerät, zumindest auf jeden Fall zum Angucken. Der Kaffee schmeckt auch gut und so gesehen also für die Leute, die einfach mal gern ein bisschen Zeit sich lassen und auch mal was zeigen wollen beim Kaffeekochen, ist das definitiv das Richtige, also irgendwie schon cool. Und tschüss.